Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Video Nummer 16. Nach dem letzten kurzen Video, jetzt wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Wir sind in Mission 17 und wir werden die wahrscheinlich in zwei Teile aufsplitten. Stellen Sie den Strom zur Solomon-Habitat. Was? Egal wer Sie sind, verschwinden Sie auf der Stelle. Sie glauben, ich bluffe? Ich werde es tun. Junge, wenn du schießt. Oh ja, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen. Hey ho, let's go, ich bewege mich nicht. Das hat mir auch nichts genützt. Direkt am Anfang vom Kapitel gestorben. Ihr kleinen Jotop-Stricher, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und gebt einen gottverdammten Like unter dem Video. Ihr habt gehört, was DJ Johnson gesagt hat. Hier war es schon unheimlich eher alles außer Kontrolle. Oh nein! Geil. Wir werden dieses Video definitiv in zwei Teile teilen müssen. Ey, Stricher. Schau klein, bringt die Pumpgun was gegen sie? Genau. Soll ich es trotzdem probieren? Ed Armex, das habe ich dir doch vorhin gesagt, was die Pumpgun macht. Ach ja, betäuben. Wie kann man nur so hier Beleidigung einfügen sein? Hehe, Fotze! Kleine Fotze! Nicht bewegen.
Der Bengel ist zurück im Luftschacht. Teddy, würdest du so ein Spiel auf Platin spielen? Deutscher Stricher, ey. Oh ja. Das habe ich vermisst, Junge. Ja, ich denke, ich würde es versuchen. Echt jetzt dreimal das ganze Spiel durchspielen? Inklusive höchsten Schwierigkeitsgrad. Privat, Code für Reparatur. Hey Myers, meine Schicht ist um und ich mache jetzt Feierabend, falls du die nächsten drei Stunden hier auf nur zweimal. Hahaha. Dann müsstest du ja das erste Mal mit Guide spielen. Um das System zu reparieren, ich bin mir nicht. Bin ich nicht mal hier, der Code ist 1851. Und Klöbe Teddy würde nicht das allererste Mal mit Guide spielen. Schauklein, spielst du eigentlich später mal mit Guide wegen alles einsammeln? Siegs Reise in die Kolonialweltraum, eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg, zuerst erschienen im Auge von Sieg. Unsere synthetische Zukunft. Unter Anleitung talentierter Siegsen Führungskraft wurde Sebastopol zu einem Vorposten des Fortschrittshandelszentrums Lebst. Lebhaften. Ja, aber ich würde mir Zeit lassen. Ich will einen Kaugummi raustun. Zentrum für Entwicklung, Verkauf und Wartung. Von Siegsandrüben. Dank der einzigartigen Lage der Station im Kosmos können wir von hier aus unsere Hiwis überall dorthin schicken, wo sie gebraucht werden. Bin Monaten und nicht Jahren. Unsere verlässlichen und kosteneffizienten Syntheten werden von Sevastopols KI überwacht, dem preisgekrönten Apollo-System von Siegsen. Dank der harten Arbeit unserer Wissenschaftler und Siegsens kühner Investition ist die Station nun ein Musterbeispiel eines wirtschaftlichen und selbstregulierenden KI-Betriebs. Noch jetzt überwachen unsere Angestellten die Installation von Apollo-Hauptcomputern der gesamten Kolonialweltraum. Wie wir ihnen während der Reise versicherten, wir haben das morgen erreicht, gemeinsam. Fehlervorgang nicht gestartet. Auto. Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Welchen Plan? Deutscher Stricher, ey. Definitiv. 1851. Achtzehntausendfünfhundertelf.
Activating Combat Mode. Oh, Alter. Du Wichser. Alter, ist echt nochmal Activating Combat Mode raus. Scheiße, hab mich erschrocken. Hatte meine Headphones etwas lauter gedreht. Ja, nur du hast dich erschrocken. Auch bin ich jetzt falsch. Penner. Ah ja, Energiesystem da ist stopp. Anmutiges Wesen. Ich hab's gezungen küsst. Das stimmt, ne? Beeinflusst es. Es kennt keine Schuld oder Wahnvorstellungen ethischer Art. Ist das nicht von dem Doktor aus Alien 4? Nein, von Ash. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Schönheit. Stimmt. Ich liebe dieses Spiel. Wir sitzen hier im Fahrstuhl zur Hölle. Es geht abwärts. Ja, fühle ich. Es ist von wem? Keine Ahnung. Das hat Hudson gesagt. So, ja. Ja.
Hattet ihr nicht bei der letzten Mission gewettet, wenn ich bei den 100 Toten angekommen bin, wo ich so gut durchkam? Ja, hab ich. Wird die Hunderte heute noch schaffen? Ich meine, 26 Minuten sind es noch. Amex, wirf mal eine Schandgranate gegen die Wand und stell dich davor. Nemo. Baby. Und ich wollte gerade sagen, guck mal, was für ein Grafikfehler, die Kisten springen von alleine. Eure Unbeschwertheit ist nützlich. Es hilft gegen die Anspannung und die Todesangst. Terminator. Ich chill den Rest der Mission hier unter dem Tisch. Sprich zu der Hand. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Die Grundlagen der menschlichen Psychologie gehören zu meinen Subroutinen. Ich habe nicht viel Zeit. Think
Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich habe mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Scheiße, wir müssen in die andere Richtung. Gottlos. Gottlos. Stopp mal vielleicht bei so einem Facehunter Utlei. Eigentlich ist es ja auch realistisch, ne? Menschliche Verluste? Null. Da läuft jemand mit Turnhallenschuhen und quitscht auf dem Boden. Der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze, auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren, aber ansonsten sind wir startbereit.
Du wurdest terminiert. Das Vieh wartet schon unten. Was ist das? Dass ich runterfahre, dieses Stück Scheiße, die Seelende. Manchmal läuft das ganze Leben auf eine überzige Entscheidung hinaus. Oh, aus welchem Film war denn das gleich? Stell dir mal vor, die bringen von Alien Isolation ein Remake oder Remaster raus. Ich gebe dir einen Tipp. Die Figur fängt mit J an und endet auf Axali. Schicksal, ja. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze, auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren. Scheiße, falsche Richtung. Ansonsten sind wir startbereit. Wie oft ich so einfach mal in die falsche Richtung gehen muss. Und wie einfach jetzt mal kein Alien kam. Hä? Wie viele 4 Nostromo-Loks muss ich finden? Na, 3 habe ich schon gefunden. Für die Trophy. Das ist eine Sackgasse, okay. Notfallbetreuung. Gehen Sie zunächst in Evakuierungstunnel. Warten Sie auf Ihre Notfallbetreuung.
Das finde ich natürlich sehr geil. Das sind die orangenen Anzüge, die sind nicht von hier. Ja. Finden Sie einen anderen Weg in das? Ich wollte noch schnell auf Molotov-Cocktails wechseln, tut mir ja leid. Vielleicht versuche ich es einfach mit Geräuschgranaten. Außer Jonas sagt, soll die aufsparen. Oh, Bolzenschießer haben wir. Oh, 6 Schuss. Irgendwo da draußen lauert der. Das ist halt Predator. Sind nur One-Shot. Jetzt gucken, was du hast. Eigentlich kriegt das Alien am besten wirklich weg mit den Geräuschdinger. Ich bin echt am überlegen, ob ich ins werfe und mich dann vorbeipumpe. Auf der Erde interessiert es niemand. Richtig, also es ist eigentlich egal, ob du schreist oder nicht. Dass hier das Alien kommt, ist bestimmt ein getriggerter Moment. Scheiß auf Frauen und Kinder zuerst, die sind hier nicht auf der Titanic. Genau. Station evakuieren, dies ist keine. Helikopter nicht fliegen kannst,
halt die Fresse. Oh, das leid. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Privat, letzter Kampf. Mendonza, wir haben alle zusammengetrommelt und haben hier im Pausenraum Lager aufgeschlagen. Das Sicherheitssystem wurde wie besprochen gebaut, aber auf dem alten Weg kommst du nicht mehr rein. Wir haben einen Fremden beim Reinschleichen erwischt. Nach ein paar Stunden hat er gestanden, wer ihn reingelassen hat, und wir haben beide rausgerufen. Platz und Vorräte sind begrenzt. Wir können nicht mit jedem teilen. Wer reinfindet, muss auch was mitbringen. Was du brauchst, ist am üblichen Ort. Ich will es hier nicht sagen, du weißt Bescheid. Den Code habe ich geändert auf 1948. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Nehmen, was du findest. Sie auf Ihrem Notaufsichts- wir werden prüfen, ob die versprochene Sache auch hast. Ehe wir dich reinlassen, aber das wird sicher kein Problem. Schließlich habe ich für dich gebürgt. Lass es mich nicht bereuen, Jake. Ausgesperrt. Ist da jemand? Denver hier. Ich bin mit den Vorräten zurück. Auch die Tür ist zu und keiner macht auf, was passiert. Gab es einen Angriff? Es wird hier draußen schlimmer. Ihr müsst mich reinlassen, meine Frau ist da drin. Sie wird euch sagen, wer ich bin. Ich habe die Vorräte. Warum antwortet denn niemand? Ich glaube, ich baue jetzt nur noch die Geräuschmacher. Die sind absolut... Wir haben Rehs Leiche im Wald gefunden. Er wurde bei lebendigem Leib gehalten. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Da ist Ray. Ich dachte zumindest den Ray aus Scary Movie. Oh, stimmt, wir brauchen auf jeden Fall für den Chat, als Alert. Wie war das? Weißt du, was die mit zwei Typen wie uns im Knast machen? Die warten doch nur auf Frischfleisch für uns. Ja, du hast recht, wir sollten die Polizei rufen. Scary Movie 1, der Ray. Ah, das ist aber geil.
stimmt auch. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Ja. Station verlassen. Was ist, wollen wir uns ausziehen und ganz nackt miteinander kämpfen? Ja, ja. So, ein geiler Filmscreen-Moment. Ray hat mich gefickt. Ray hat mich gefickt. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. Dürft man diese kurze Stelle mit Ja, wir sollten die Polizei rufen oder Ray hat mich gefickt? Durfte man das einblenden oder geht das aus Copyright-Gründen? Also als Alert oder Kanalpunkte, whatever. Wir haben einen Stiefel überfahren. Genau. Oh, ich liebe diesen Film, ey. Vor allem, wenn du damals die ganzen Horrorfilme wie Scream und so kennst und abgefeiert hast. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihrem Notaufsichtssystem. Warum willst du dann nicht in Scream 6? Ich weiß auch nicht. Ich habe Horrorfilme nie im Kino geguckt. Wirklich nicht. Hast du Scream 5 gesehen? Nein, ich habe Scream 1, 2. Ich weiß nicht, ob ich die 3 auch gesehen habe. Etwas aufeinander. Hast du denn die 5 schon gesehen? Kino mit, du weißt schon wen. Echt jetzt? Krass. Ich trau mich keinen Taschenrad. War geil. Da hat meine Lust, Leute abzustellen, ihren Anfang gefunden.
Siehst du, deswegen sollte man solche Filme nicht gucken. Ich bin dadurch Fleischer geworden. Du hättest so Fleisch machen können. Aber du wolltest ja nicht wegen der schlechten Bezahlung. Ist doch egal, ob Tier oder Mensch. Oh, Speicherpunkt, geil. Oder ich gehe zum Militär mit einer Wikinger Streitaxt. Das Vieh klettert in die Lüftschächte rum, ne? Du bist jetzt noch nie in dem Lüftschacht begegnet. Ich würde hier einen Cut setzen, aber du kannst auch weitermachen. Na, wir sind bei 50 Minuten. Guter Zeitpunkt. Zu kleiner. Du kriegst jetzt meinen Zugangscode.
Leck mich am Arsch. Finzi. Wen muss ich ficken, um von diesem Schiff runterzukommen? Alien 4 Replay. Kurze kontrollierte Feuerstöße. Perfekt, sehen wir das hier in den Luftschacht ran und rein auch rein. Moin. Sag mal, muss ich dir erst die Schnauze polieren, du blöder Wichser? Hör auf, Wahlen zu verbreiten. Oh, was für ein Film war das? Sieht aus wie so eine Rosette, die auf und zu geht vom Anal. Was sind das für Wörter aus deinem Mund, FJ Johnson 6902? Da muss ich dir mal glatt mit Seife auswaschen. So, also ich meine, wir sollen nochmal speichern und dann Cut machen. Ich gehe da nicht mehr rein. Falls du es nicht mitbekommen hast, die Viecher haben uns gerade in den Arsch gekniffen, Junge. Hudson Alien 2. So, ich glaube, das war's. Sieht so aus, als wäre sich der neue Lieutenant zu fein, um mit uns Ferkeln zu essen. Ach, scheiße. So, Freunde. Des Nordens, des Südens, des Ostens und des Westens. Wir haben früher Stunden Stream auf der Uhr. Euch jetzt hier aus. Oh ja. Ich tue mich für das Video verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann geht's schon auf der Zielgeraden Richtung Finale, würde ich sagen, Freunde. In dem Sinne, danke für alle, die dran geblieben sind bei YouTube. Kann ich vielleicht aus dieser Horrorstory noch aussteigen? So geil.
diese Sprüche, man müsste die eigentlich alle mal irgendwie sich als Sound klippen. Ich danke Teddy, ich danke Jona, ich danke Schauklein, alle, die heute eingeschaltet haben. Ich danke für den neuen Follow von Wait a Minute. Wird spannend, noch keine 100 Tode. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob ich die 100 Tode bis zum Ende des Spiels knacke. Wobei, das sollte nicht schwierig sein. So. Er Teddy morgen in den ersten 30 Minuten die 100 Tode voll. Könnte passieren. Wollt ihr das sehen, dann schaltet auf Twitch live ein. Wobei, wenn ihr das Video seht, dann werde ich schon am nächsten Projekt sein. Vielleicht läuft da schon Resi. Ihr dürft noch nie Resi 4 Remake laufen. Das kommt erst am 24. raus. Genau, das werden wir dann wieder platinieren. Bei dem Spiel bin ich mir noch nicht sicher. Wenn wir es platinieren, dann im Stream. Sicher hier nie auf YouTube. Aber dazu müsst ihr bei Twitch Amex Gaming einschalten. Sonst lasst ihr auf dem Kanal ein Abo da und da kommen die Videos dann höchstwahrscheinlich auch, je nachdem wie es Feedback ist. In dem Sinne, bis dahin, Peace, euer Amex.